Wie war deine Reise? Ich will alles hören. Schon gut, ist ja schon gut. Es war unfassbar geil. Ja? Hast du ordentlich ein Rohr verlegt? Viel besser als das. Was gibt es denn Besseres? Ich erzähl's euch später. Wow, 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 wow. Hattest du ein Dreier? Die Party läuft doch noch. Komm schon, Alter, spuck's aus. Nein, du kannst uns doch nicht einfach so hängen lassen. Ich werde heiraten. Also gut, alle Mann raus hier. Die Party ist vorbei. Steph, das ist David. David, das ist meine bezaubernde Mutter Barbara. Willkommen in der Familie, David. Mom, du jagst dem Angst ein. Er ist Engländer. Oh, der hat nur noch eins. Hi, ich bin Daphne. Sie ist meine Schwester und meine beste Freundin. Freut mich sehr. Und wo ist... Der alte Sack? Mein Ehemann war lange der einzige Mann hier in diesem Haus. Seit nun fast 25 Jahren. Verstehe. Also, bitte, entschuldige seinen... seinen Überschwang. Klar doch. Keine Sorge. Wie war dein Urlaub? Er war unglaublich. Hattest du Sex mit einer Braut? Mehr als nur das. Jungs, ich werde heiraten. Ist das ein Witz? Ach, kleiner Scherz. Was machen Braut und Bräutigam in ihrer letzten Nacht in Freiheit? Wir löten uns zu. Das ist Ramsay. Er ist der Sohn, den Daddy hatte. Was macht Ramsay bei mir im Zimmer? Ich pack das nicht an meinem Hochzeitstag. Entschuldige. Es ist noch nicht zu spät, um abzuhauen. Oh nein, Luke können wir abschreiben. Du musst jetzt die Rede des Trauzeugen halten. Ist das etwa Krux? Das stärkt da oben dein Selbstvertrauen. Echt? Ah, wie nett, Barbara. Ist das Kokain? Ja. Was steht denn noch da und glotzt blöd? Her mit dem Stock! Was immer hier für ein Irrsinn läuft, bring das in Ordnung. Beifall für die Rede des Trauzeugen. Titten. Titten. Das sollte der denkwürdigste Tag meines Lebens werden. Wie ist er das schon? Ja, wiederbeleben, los. Nicht bei einem stinkenden Wiederkäuer. Es ist nicht, wonach es aussieht. Tom! Barbara! Braucht ihr vielleicht noch, Handtücher? Graham? Frisches Handtuch? Danke, nein, Barbara.